Herzlich willkommen bei der Kellerhöhlenbande. Hi, wir sind jetzt gerade wieder an einem verlassenen Haus angekommen, ein Lost Place. Und von außen sieht das halt schon ziemlich geil aus. Also gehen wir mal rein, schauen, was uns erwartet. Auf geht's. Viel Spaß. Wie ihr seht, wir mussten uns hier durch Gestrüpp kämpfen. Überall Dornen und was der Teufel was. Aber wir sind jetzt hier angekommen, die Tür steht mal wieder offen und das sieht aus, als wäre da eine Werkstatt drin. Wir haben hier einen Haufen Material, Werkzeug, alte landwirtschaftliche Maschinen, eine Apfelpresse, viele, viele Tiefkühltruhen. Die sind leer, ja. Also hier stinkt gar nicht, ne? Hier riecht es verhältnismäßig echt gut, also frisch. Ja, und hier die Truhe, ja, die wurde halt ausgeräumt. Steht hier hinten ein alter Ofen oder was? Ich würde sagen, das hier ist eine alte Räucherkammer. Ich schätze dann, wie lange ist das hier wieder verlassen, so auf den ersten Blick, auf dem ersten Gefühl. Mindestens mal 20, 25 Jahre. Hier hing da wieder alles Mögliche von der Decke runter. Ja. So viel Zeug hier zu entdecken und zu sehen. Ich hoffe, die kommen uns jetzt nicht abholen. Ich würde sagen, lass uns mal kurz eine Minute, zwei abwarten. Wir versuchen uns jetzt mal einen Weg hier durchzuschlagen für den nächsten Raum, gucken, was uns da noch erwartet. Das hier ist schon Wahnsinn. Also hier schon wieder überall alles voller Dosen. Okay. Da links, links. Hier sind teilweise noch Bierflaschen voll. Ja. Limonade voll. Von 2001. Mindestens haltbar. Also auch schon wieder über 20 Jahre lost. Hier war so ein Flur, mehrere Räume, wahrscheinlich Haus und Schuppen voneinander getrennt hat. Ja. Ne? Die hängt alles voll. Ja, guck mal, die haben hier wieder geheizt mit so einem Ofen im Bad, ne? Ja. Alter, krass. Toilette, Heizung, Badewanne. Ja. Dusche gab es wohl keine. Vielleicht war das hier ein Durchgangsbad. Dass wenn man quasi von dem Stall oder der Werkstatt ins Haus reinging, dass man sich hier umgezogen hat, geduscht hat und dann sauber in die Stube rein. Ja, Haupttür, Eingang, hängen noch Kleider, Mülltonne, also hier. Stromzähler. Aber nichts mehr, ne? Alter, ohne Scheiß. Da bezahlt einer seit 20 Jahren einfach mal Strom. Ja, interessiert halt keinen. Also von Haustür ging's direkt rein im Flur zum Schlafzimmer. Andere Seite nur mal gucken. Könnte eventuell Wohnzimmer gewesen sein. Aber ey. Man erkennt da eigentlich gar nichts, weil hier alles vollgemüllt ist. Hier sind überall Kartons und da, wo ich gerade hinleuchte, das sieht teilweise aus, auch hier unten mit den Socken, dass es krachneues Zeug ist. Hier hat es noch Familienbilder, alles voll mit Polaroids. Hier sind noch Umschläge, die sind verpackt, die sind noch zu. Medikamente fliegen herum. Hier nochmal, ne? Ich hole sie mal in die Kamera. Krachneue Socken, noch verpackt. Ist jetzt über 20 Jahren hier. Also hier waren wir ja gerade mit dem ganzen Zeug, was da noch liegt. Gehen wir jetzt vom Flur Richtung Schlafzimmer. Ja, auch hier Altpapier in gelben Säcken aufgehoben. Warum? Warum schmeißt man das nicht weg? Ein uralter Fernseher von Siemens. Auch hier im Schlafzimmer gab es wieder einen Ofen. Also hat man hier scheinbar komplett nur mit
Ofenheizung geheizt. Komm, hier ist noch so ein uralter Fernsehen. Da ist noch so eine Antenne oben drauf für den Empfang. Schon ewig nicht mehr gesehen. Der nächste. Oh. Leute. Das da ist. Ich habe eine Vorahnung. Oh mein Gott, die Küche. Die Küche. Boah. Oleg. Hier wieder ein Ofen. Und der komplette Boden ist einfach voll. Alles voll mit Briefen da oben. Hier, voll. Brutal. Also hier hat einer wirklich gar keinen Sinn mehr gehabt, für sauber zu machen. Allein die Wand dahin, ne? Wie das Fett da verspritzt ist. Also guckt euch mal hier. So einen versifften Wasserkocher habe ich auch noch nie gesehen. Guckt euch mal das hier. Das hier war die Seite zum Herd hin. Alter Schwede. Gut. Ich würde sagen, Keller kommt zum Schluss. Jetzt gehen wir erstmal nach oben. Guck mal, ob hier Licht angeht. Das ist eine Lüftung. Doch, die ging an. Ging an. Guck, pass auf. Oh, alter Schwede. Wie hier links und rechts die Wäscheberge sind. Ja, es war noch gerade so für hier auf die Toilette zu kommen. Ne? Ansonsten war hier alles voll mit Klamotten. Die Dusche wahrscheinlich ewig schon nicht mehr genutzt, weil wie sollte man da drüber kommen? Das ist kniehoch. Seht ihr das bei Paddy? Das ist kniehoch. Ja, Paddy, also, wenn ich das Ganze so sehe, ne? Also, wie verzweifelt muss man gewesen sein und dass man da irgendwie keinen hatte, was meinst du? Tja, entweder der oder diejenige hatten hier wirklich keine Verwandtschaft mehr. Oder die Verwandtschaft, die sie hatten einfach nicht nach den Leuten geschaut, hatten sich nicht gekümmert. Und das hier ist eigentlich schon krankhaft. Weil hier, das ist ein Trampelpfad zum Klo. Durch den Buddick hier. Hier ist eine Tür hinten dran. Hier geht's nochmal hoch. Hier ist auch wieder, also man muss sich hier wirklich einen Weg durch den Müll kämpfen. Also ich war wirklich selten sprachlos auf so einem Lost Place, aber das hier ist einfach nur noch traurig. Ich meine, man sieht, wie abgerockt die Wände hier sind, was für ein Dreck hier drin ist, wie viel Müll sich hier stapelt. Die Räume, die konnten ja gar nicht mehr... Die konnte wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr die einzelnen Räume hier nutzen. Die waren einfach so vollgestellt, dass sie da unten nur noch auf ein paar Quadratmetern gelebt hat. Also, ich gehe davon aus, es war eine Frau. Hier sind wir jetzt zur Straße hin, ne? Das hier wird Schlafzimmer gewesen sein. Riesendoppelbett. Auch hier wieder alles voll. Wo hatten die Personen geschlafen? Aber nicht hier im Bett. Keine Ahnung. So, hier sind wir im letzten Raum auf der Etage. Auch hier einfach alles zugemüllt. Alles voll. Das hier ist brusthoch. Nur mit Müll. Und da fällt einem hier diese Ecke aus. Man denkt sich, what the fuck. Auch zur nächsten Etage. Wahrscheinlich wird es nicht besser. Vollen Kartons, über Tüten bis hin zum Schuhlager. Über Kartonagen, Zeitungen. Die nächsten volle Räume. Krass.
Wäscheständer, wieder ein Ofen. Der Moment der Wahrheit. Oh Mann, Alter. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Das ist unfassbar. Hier ist ein ganzer Koffer verpackt. Klamotten. Berge voll mit Klamotten. Da ist noch ein Zimmer. Hier war ein Bett. Alles voll. Und dran ist noch mal eine Tür. Ein Korb mit Äpfeln. Riecht aber gar nichts, ne? Die Lor riechen einfach nur noch alt. Hier wieder schimmelig, wo der Regen reinkommt. Ist halt auch fraglich, wie lange hier der Boden noch hält, ne? Oh ja, hier federt es aber ganz schön dran. Hier sind noch verpackte Bücher drin, ne? In der Folie eingeschweißt. Irgendwelche Cremes, Flüssigkeiten, Fußspray, alles voll. Ja. Also wir sind jetzt beide ganz oben angekommen. Der Hammer, sich hier durchzukämpfen durch dieses ganze Zeug. Wir haben jetzt auch den Keller vor uns. Ja, also das hier ist eigentlich eine brutale Reizüberflutung. Hier ist dermaßen viel Buddig und Scheiß. Ich würde da am Monitor wahrscheinlich komplett aus den Socken hauen, keine Ahnung. Weil, ja, das hier ist eigentlich schon ziemlich geil für den Lost Blazer, aber ziemlich erbärmlich für das Schicksal, das sich hier zugetragen hat. Also, hier hat einer dermaßen die Kontrolle über sein Leben verloren, also das hier ist wirklich sagenhaft. Sagenhaft traurig. Ja. Wir sehen uns gleich im Keller nochmal. So, ich ahne Böses, aber wir gehen in den Keller. Auf geht's! Alter, das hier ist ja wohl der absolute Horrorkeller. Hier hat irgendwer seine Perücke verloren. Ach, hey, jetzt sehe ich das gerade erst. Hier wieder die ganzen Einmachgläser. Noch ein alter Bottich. Wo du früher drin gewaschen wurdest. Ja. Das Fass hier war ja doch eine Nummer größer, ne? Ja. Und auch hier wieder, soll es anders sein? Eingemachtes. Eingemachtes. Ja, Leute, jetzt geht's ans Eingemachte. Dicker, alter Keller. Ja. Der ordentlichste Raum im ganzen Haus. Wahnsinn, ne? Gerade hier, wo man eigentlich jetzt so das Schlimmste erwartet hat. Viel Platz, ein Haufen Holzkisten, ein paar Schaufeln, Besen etc., Körbe. Hier ist ein Alkoholbottich. Ansonsten ist hier nicht viel, ne? Nee. Ich verstehe halt auch nicht, wie man so viele Kartons einfach lagern kann. Warum man die nicht wegmacht. Ganz easy going. Zum Altpapier. Wegschmeißen, fertig. Scheunentor. Und dann hier ein Haufen blauer Säcke mit Schaumstoff und Klamotten dran. Und Schuhen. Guck mal, das war ein alter Stall. Hier sind überall so Türen. Ja, da haben die Kühe den Kopf durchgeschreckt. Hier war die Tränke. Ja. Ja. Na, guck mal hier. Die hat einmal schon angefangen aufzuräumen, aber hat irgendwann den Kampf gegen die Windmühlen aufgegeben. Ja Leute, wie ihr sicherlich sehen könnt, es ist dunkel um uns rum. Wir haben einfach vergessen, das Auto zu drehen. Deswegen holen wir das jetzt nochmal nach. Ja, kurzes Fazit nochmal zum Haus. Ja, war überwältigend, also von der Einrichtung her. Und vor allen Dingen halt auch, wenn man das Schicksal dahinter sieht, wie die Person da zuletzt gehaust hat, eigentlich schon ziemlich traurig.
Aber im Grunde genommen der Traum eines jeden Lost Blazers, würde ich sagen. Voll eingerichtet, zu eingerichtet. Also eine wahre Messi-Bude. Mit Sicherheit auch eine Schatzkiste. Aber im Grunde genommen einfach nur Klumpatsch und Buddig. Ja. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn, lasst einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal. Und unscharf. Und unscharf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Video. Haltet euch munter. Ciao. Ciao. Sieht verdammt impulsiv an. Impulsiv. Und das Ding sieht schon ziemlich impulsant aus. Und wir gehen mal rein. Wie er sich drum rumgeschlängelt hat. Schon nicht impulsiv, Sache, weißt du. Hey, warum liegt denn hier Stroh rum? Weiß nicht, aber warum trägst denn du eine Maske? Der glänzt sogar noch. Warum geht der dauernd in den Autofokus? Ich verstehe das nicht. Ne? Okay.